Ja, hat er schon wieder die Venus von Willendorf. Diesmal ohne Venus. Es ist eher der Anus von Willendorf. Wenn ihr mich fragt, aber mich fragt ja keiner. War ich da eigentlich schon? Nee, die habe ich noch gar nicht. Oh. Wie doof bin ich denn? Oder hat sich die wieder gefüllt, vielleicht die Truhe? Nee, glaube ich nicht. Die füllen sich nicht so schnell, die Truhen. Wenn überhaupt. Das ist der Bergmann, den kenne ich schon. Das ist der Mann von der Ingrid. Ich höre sie. Das Blöde ist halt, ich habe jetzt überhaupt keine Waffe, die keine Seelensteine benötigt. Das heißt, ich kann bei diesen einfachen Draugern nicht wirklich was sparen. Das war auch Overkill, ha? Huh? Bist du gelähmt? Ich mach Kleinhals aus den Wichten. Ups. Moment, ich... Steht ihr zur Seite, meine Kleine. Uah! Eins gegen den Hinterkopf. Das regt das Denkvermögen an. Habe ich den schon durchsucht? Bei meinem letzten Ausritt hier? Ja. Ich werde nicht scheitern. Würde ich dir auch geraten haben. Mensch! Naja, also... Das hätte es nicht enden können. Da hast du recht. Positiv denken. Der Trauger ist halb tot. Nicht halb gesund. Das Blöde ist halt, jetzt muss ich immer Seelensteine vergeuden. Für Wichte. Für Schniedelwutze. Das sehe ich nicht gern. Ich meine, das macht zwar nichts, wenn die Säbel leer sind, dann säbeln sie auch noch. Aber wenn ich dann wirklich was brauche mal, na, dann ist Sendepause in der Hose. Wow, die Ingrid hatte viele Ehemänner. Polygamie, sage ich nur. Wie kommt denn der darauf? Schaut er den an. Ich glaube, der will was von meinem Bogen. Wisst ihr? Das gefällt ihm. Einen in die Brust. Einen für Mami Droger. Und einen für Papi Droger. Und der ist für die Omi. Der ist für ein OP. Der ist für ein Hansi. Der ist für ein irgendwie. Genau. Viel mehr Pfeile hätten gar keinen Platz gehabt in seinem Luxuskadaver. Das Problem ist, ich finde nicht mehr. Ist er das gewesen? Ja, der hat 19 eben. 19 Ebenerdpfeile in sich stecken? Nicht, oder? Das waren nicht alle meine. Wieso kört es hier? Der Gregor kört wie schon wieder. Das höre ich gern. Das hat doch vorhin anders ausgesehen. Die haben da ganz schöne Arbeit geleistet. Das muss ich ihnen lassen. Schau, wie die gebuddelt haben. Ein Maulwurf ist ein Dreck dagegen. Ebenerzbogen? Wir hatten hier mit Bogen geschossen. Ich weiß nicht. Und finster ist es außerdem. So, das heißt, ich muss da irgendwie rauf. Wie soll denn das gehen? Da ist doch schottendicht. Ist hier irgendwo ein Schalter vielleicht? Hörst du das? Da rauscht's wie im Blätterwald. Na, ich geh mal hier durch.
Vielleicht ergibt sich dann was. Stahlriemen Kriegsaxt, ne? Ich mache ich einhändig fertig. Ja. Du kriegst ihn. Ja, okay, ich überlasse dir den da drüben. Mit dem wirst du schon fertig. Das ist meine erste Hausaufgabe für dich. Das ist der Bradin. Kennen wir uns? Azidal. Jawohl, den hat er. Der ist doch vorhin oben gelegen, auf dem Tisch vom Rallis, dieser Schmöker. So hat der denn jetzt bei sich? Azidal. Und dann klappt's auch mit dem Gurgel. Soll ich die mitnehmen? Ne, kann ich gar nicht. Stahlriemen-Kriegsaxt. Weißt du was? Ich gebe sie ihr. Ja, bist du jetzt bald fertig? Ich glaube, sie zögert das hinaus. Das heißt dann Drogerus Interruptus. Das erhöht den Lustgewinn. Stimmt's? Wow. Das ist der. Wow. Das ist das Schwert vom Mirak. Bin ich nicht großzügig? Was sagt ihr? Ich habe wirklich den Spendierharnisch an. Ups. Das war. Was? Es ist noch immer derselbe Tag? Okay, ich heile mich jetzt mal. Nein, ich will mich heilen. Nicht Licht machen. Soll ich wirklich? Okay. Seelenreißer links, Blutschwinge rechts und von hinten. Naja, das weiß man nie so genau vorher. Nicht schlechte Streitäxte, die dir hier schwingen. Das ist dieselbe, okay. Aber ich glaube, ich muss jetzt schon wieder aufladen. Mal sehen, ob die auch so viel verbraten. Kann das sein, dass man weniger verbraucht an Seelensteine, wenn man höher gelevelt ist irgendwie? Schau, der ist leer und der andere nicht. Den habe ich ja ungefähr gleich verwendet, oder? Jetzt verwende ich mal einen schwarzen. Ah, ist das Teil gleich voll? Da ist noch ein Hebel. Carmen Hebel. Nee, ich will, dass die Tür da aufgeht. Oder die da. Was ist denn jetzt aufgegangen, genau? Das da? Ah. Die Gregorianer werden lauter. Da war ich doch schon, oder? So liegt er da. Oh, das ist eine Falle, ha? Huh? Bleib jetzt bitte da drüben stehen und steck da jetzt nicht drauf. Aha, okay. Sehr gut, Seelensteine. Ich brauche sie zuhauf. Zum Saufüttern brauche ich sie. Die Venus und ein Schalterrätsel. Vier gleich! Nee. Tut mir das nicht an. Oh, bin ich selber drauf gelatscht. Ich will die Urne durchsuchen, Mann. Na. Na gut dann. Es hilft nichts. Fangen wir oben an. Das war mal nix. Das war auch nix. Das schon gar nicht. Au! Das auch nicht. Ah, jetzt. Alles hübsch der Reihe nach. Dann klappt es auch mit den Griffen.
ist der Nächste. Wie ist denn der da reingekommen? Was? Oh, Scheiße. Jetzt bin ich gefangen. Oh Gott, ihr seid vielleicht schwach auf der Brust. Wollt ihr das wirklich? Danke für dein Vertrauen in mich. Mireille Mathieu. Oh. Süßkuchen hatte sie noch bei sich. Oh. Schau, wie traurig. Oh. Mutter, ich kann eure Sorgen verstehen, aber es gibt wirklich nichts, wovon ihr euch so zu fürchten braucht. Die erste Mannschaft, die hier gearbeitet hat, bestand aus einem Haufen Idioten und Milchgesichtern, die nicht auf sich aufzupassen wussten. Es könnte passieren, dass wir auf Schwierigkeiten stoßen, aber das wäre für mich nicht das erste Mal. Der Mann, der uns angeheuert hat, dieser Relis, ist ein wenig seltsam, aber ich habe ein Auge auf ihn. Oh, inwiefern? Ihr braucht euch also seinetwegen keine Angst um mich zu haben. Ihr braucht euch, wie? Naja, ist nicht ganz, ist ein bisschen bämisch. Es wird schon alles gut gehen. Sorgt euch lieber um euch und Vater. Ich kann schon auf mich aufpassen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich nach Hause komme. Diesem Brief müsste etwas Geld beiliegen. Sollte es fehlen, zieht dem Boten das Fell über die Ohren. Oh, traurig irgendwie doch. Das ist fast wie, ich wollte noch Geld schicken, aber der Brief war schon zugepickt. Zugeklebt. So habe ich den Ehemärzpfeil nicht mitgenommen. Ja, damit. Ich habe die Orientierung schon wieder verloren. Ich bin von da unten gekommen. Ich will auf 100.000 Goldstücke kommen. Ich glaube, da kriegt man ein Achievement, oder? Kann das sein? Ah, wieso immer nur winzig? Will man was Strammes, Großes, Dickes in der Hand halten? Schaut eh nicht eine Falle aus, oder was? Azidals Ring der Totenbeschwörung. Wow. Was macht denn der? Muss ich mir anschauen. Wenn eine Kreatur, die du reanimiert hast, Schaden nimmt, explodiert sie für 50 Punkte Frostschaden und stirbt. Das soll gut sein? Die explodiert und stirbt? Gleich, wenn sie das erste Mal Schaden nimmt, das ist ja dann wie eine Drohne. Eine Remote-Bombe. Und 50 Punkte, das ist ja nicht viel. Das ist ja das Problem. Ja, wenn sie 100 Punkte Schaden macht oder 200, aber 50. Kann man das vielleicht verbessern? Ah, die Mireille hat sich mit dem Relis... Boah, wenn die geheiratet hätten, dann hieße sie Mireille Relis. Mirellis Mathieus. Naja, wurscht. Jetzt geht's wieder da raus. Und wo ist jetzt der Schrei? Da fehlt doch noch was. Lass mich durch! Ich glaube, das schaffe ich noch nicht. Oder ich muss den Ring da drauflegen? Kann das sein? Da drüben ist noch zu, oder? Da ist nix. Ja, ich lege halt da mal den Ring drauf, nur zum Testen. Oh, Scheiße. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Schau, wie klein der ist. Verschwindet da hinten. Schau, so weit kann ich mich gar nicht rüber bewegen. Sonst falle ich da runter. Ah, das ist ein Gefutzel.
Könntest du... Gleich falle ich runter. Ich schon am Eck. Nee, das ist sicher nicht so gedacht, weil... Die sind nicht so gemein. Ich hätte ihn schön hergelegt, aber das ist keine Druckplatte. Naja, ein Versuch ist es natürlich wieder mal wert gewesen.